unterstützen, die in diese Richtung gehen. Vielen Dank. Thank you, Mr. Stadler. Vielen Dank, Herr Stadler. Ich bin der Meinung, dass das der heute wichtigste Beschluss ist, der heute hier abgestimmt wurde. Und gleichzeitig bin ich erstaunt darüber, wie reibungslos das über die Bühne gegangen ist, ohne nennenswerten Widerstand. Es gab Vertreter, insbesondere aus Deutschland, aus der EVP, die gesagt haben, sie sind gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden der Mitgliedsländer. Aber genau das wird hier verlangt. Eine vollkommene Vergemeinschaftung. Wenn ich mir das anschaue, was hier zum Schuldentilgungsfonds verlangt wird, für Eurobills vorgeschlagen werden, die Bluebond-Schulden, die in Zukunft von der Union übernommen werden sollen, und mit dem Ziel, gesamtschuldnerische Eurobonds einzuführen. Das ist exakt die Vergemeinschaftung der Schulden, der Haftung all jener, die keine Strukturänderungen, keine Sanierung ihrer Budgets zustande bringen, die kein Wirtschaftswachstum zustande bringen. Das ist reinster Fiskalsozialismus, meine Damen und Herren. Kein Widerstand, insbesondere nicht aus der EVP. Ich kann nur noch hoffen, dass Cameron und die Briten hier Widerstand leisten. Ich kann nur hoffen, dass in den Mitgliedsländern der Widerstand steigt, und dann werden solche Dummheiten in Zukunft nicht mehr möglich sein politisch. Mr. Tannock. Herr Dr. Tannock, bitte. Ja, die Eurozonenkrise, die ja schon vor einem Jahrzehnt letztendlich begonnen hat, ist eine Feuerprobe für das europäische Projekt. Diejenigen, die sich einsetzen für eine stärkere europäische